So, ich habe geschlafen. Wir sind bei Tag 7 in der Trockenzeit und es regnet. Hallo, ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur 4. Folge Monster Harvest Demo. Und wir ernten jetzt unsere Tiere. Ich habe ein bisschen Angst, was jetzt passiert, weil wir haben jetzt gleich den Kartoffelmann zweimal. Oh, hallo! Wer bist du denn? Ein Radikreuz. Hä? Guter Toffel? Hä? Warum? Es ist ein Radikreuz. Das ist ein bisschen falsch, oder? Wir haben zwei Pokémon! Wisst ihr, was wir jetzt tun können? Wir gehen jetzt... Wir haben ein bisschen Geld, haben wir. Wir holen uns jetzt neue Samen. Also 21 Tage hat eine Jahreszeit. Wir sind jetzt bei Tag 7. Ich hätte gern mal blauen Schleim. Blauen Schleim hat man noch gar nicht... Was ist eigentlich, wenn ich 9 Pflanztiere habe? Laufen die mir dann immer hinterher oder muss ich dann auswählen, welche ich mitnehme? Doch, ich glaube, ich muss das dann auswählen. Ne? Wir hatten doch das eine Gehege gesehen, wo ich glaube immer 6 Tiere. Nee, wo war der Laden? Wo 6 Tiere auszuwählen waren. Oh, du hast noch nichts Neues. Da brauchen wir jetzt nichts anpflanzen. Also das haben wir ja schon gesehen, die Kartoffeln und die Radieschen. Aber in den Dungeon können wir jetzt auch noch nicht. Was machen wir denn da jetzt? Warten, bis abends ist, ne? Dann hätten wir uns den Weg auch sparen können. Aber manchmal sieht es aus, als ob unsere Kartoffel rote Haare hat. Was ist das hier eigentlich immer noch? Bodenlevel. Oh, ich hab... Nee. Wieso kann ich das... Ich kann das nicht verbessern. Wo kriege ich denn die Herzen her? Wurde uns das erklärt? Über die Herzen herbekommen? Aber wir warten bis zum Abend. Und dann geht's in den Dungeon. Und dann hoffe ich, dass wir irgendwie mal eine Info kriegen, was wir dann mit unseren Metallerzen machen können. Weil ich kann ja auch noch nichts weiter bauen. Oh, da ist hier Tag der Mutangos. Der Tag der Mutangos gefeiert. Ich nehme mal unsere Kartoffeln mit. Lustig ist ja, dass wenn die EPs voll sind, dass auch das EP verrutscht. Also die Anzeige da oben. Kommt, Kinders, wir gehen kämpfen. Wir hätten eigentlich doch was zum Anpflanzen kaufen können. Wir hätten ja nochmal die Kartoffel und die Radieschen mit grünem Schleim machen können. Das ist ja mit grün. Hä? Ach, hier. Wenn ich die Kartoffel mit grün mache, kommt eine Kartoffel raus. Soll mir das sagen? Das bringt das ja gar nichts. Aber wir könnten Radieschen mit Grün noch machen. Eigentlich.
Ja, tipp, tipp, tipp. Schade, dass es hier drin auch regnet. Ah, hier ist wieder so ein Elektro-Slime. Und zack, bumm, bumm. Schnell. Kämpfen. Kann ich eigentlich sagen, dass ich... Du meinst, ist das Radieschen ist jetzt grün? Oder ist es grün wegen grünem Schleim? Nee. Habe ich jetzt das Radieschen ausgewählt zum Kämpfen? Radikreuz heißt es ja. Und Specialbaum? Glaube nicht. Wie es aussieht, kämpfen wir gerade gar nicht. Das ist auch Endstation, Sackgasse. Hier oben ist noch Gold. Oh, ich kann eine Vogelscheuche. Ja, das ist aber immer noch nicht so richtig, wo ich denke, wow. Ich würde jetzt gerne mal was Cooles herstellen können. Oh, wie süß! Bist du sowas wie eine Miziratzfratz? Ich kämpfe immer noch mit ihm. Ich möchte aber... Kann ich nicht mit Radikreuz kämpfen? Ich würde gerne mit Radikreuz kämpfen. Oder geht das nur, wenn er tot ist? Aber dann kriege ich die anderen ja nie gelevelt, weil er wird ja immer stärker. Oh, wir haben eine Zwiebel. Diesmal dürfen wir die aber nicht verschenken. Oh. Aber das ist ein Leuchtkreuz. Dann ist das mit einem anderen Schleim kombiniert gewesen. Sieht aus wie Radikreuz, ist aber ein Leuchtkreuz. Und ich habe Samen bekommen. Dann können wir das dann nochmal anpflanzen. Und mit einem anderen Schleim beschleimen. Ich habe mir noch einen Raum. Ich weiß nicht, was passiert, wenn meine Kartoffel stirbt. Boah, bist du cool! Das ist Level 5. Wir sind voll stark. Noch eine Zwiebel. Oh, hier ist eine Truhe. Ich dachte gerade, warum komme ich denn hier nicht durch? Wieso kann ich denn jetzt die Truhe nicht öffnen? Hä? Kann ich das Ding jetzt gerade verarschen? Warum lässt mich das denn
Die Truhe nicht öffnen! Mein Inventar ist zu voll. Wie kann ich das denn wegwerfen? Was liegt denn hier noch? Ah, dort oben ist. Hier liegt doch gar nichts. Jetzt habe ich das weggeschmissen für nichts. Aber guckt mal. Hier. Kann ich gleich den Dungeon einfach schnell verlassen? Toll, jetzt habe ich das weggeschmissen. Nichts. Das sah nach einem. Oh! Da ist. Ich bin in ein zweites Level gekommen. Aber wenn ich runtergegangen bin, jetzt bin ich ganz raus. Egal, ich wollte eh den Dungeon verlassen. Ich wollte gerade sagen, das sieht nach einem besonderen Level aus, weil da waren diese Steinpfähle am Eingang. Am Durchgang. Okay, also wir verkaufen jetzt eine Zwiebel. Was ist das hier eigentlich? Das ist der blaue Kristall. Okay. So, wir pflanzen noch ein Radieschen an. Weil das müsste Radieschen. Ja. Und zwar machen wir das Radieschen diesmal mit grünem Schleim. Noch müsste es von der Zeit her passen. Also eine Zwiebel hier. Und Radieschen. Grün. Hä? Radieschen mit Grün ergibt Radieschen und Kartoffel mit Grün ergibt Kartoffel. Also der grüne Schleim macht einfach, dass man die Sachen direkt ernten kann. Okay. Haben wir das auch getestet. Und ich wollte hier hinten nochmal gucken, weil es hieß ja... Hä? Kann ich die denn nach oben? Oh, da, so. Ich habe euch beide verkauft. Ich hoffe, das ist okay. Ich brauche euch gerade nicht. Mal gucken, wie viel Geld wir kriegen. Für die beiden. Eigentlich... Noch regnet's ja. Und wenn wir sie nur verkaufen am Ende. So. Am nächsten Tag. Diesmal müssen wir mal wieder gießen. Ich habe schon wieder komplett die Übersicht verloren, wie lang die Folge jetzt ist. Ich muss wirklich jede Folge als Einzelaufnahme speichern. Es bringt nichts, wenn ich das als eine lange Aufnahme laufen lasse.
bekomme einfach nie Post. Haben wir jetzt überhaupt Geld bekommen für unsere Mutankos? Der hat noch nichts Neues, aber es ist halt auch noch die gleiche Jahreszeit. So, jetzt ist die Zwiebel hier wenigstens drin. Oh! Passt auf, das machen wir jetzt. Guck nur. In 2 Tagen ist das. Da ist ein Mutanko in 2 Tagen. Ich will gern zu dem Fest kommen. Ihr Lieben, wie lang ist denn jetzt die Folge? Lohnt sich schon wieder eine neue Folge draus zu machen? Ich weiß es nicht. Ich würde einfach sagen, ja. Ich gehe jetzt nach Hause. Packe die Kristalle an den Verkaufsbrett. Und dann machen wir... Dann gehen wir in die nächste Folge. Ich bin komplett verloren. Ich weiß nicht, wie lang die Folge ist. Hilft mir doch jemand. So, wir gehen jetzt ins Bett. Oder wir machen noch ein bisschen Arbeit hier. Wenigstens noch unsere Energie, unsere Ausdauer aufbrauchen. Konnte ich hier drüben eigentlich... Nee, ich konnte am Stall nichts verbessern. Ne? Ich kann nur mein Haus verbessern, aber dafür fehlt mir noch viel zu viel Geld. Ich würde immer noch gern diese Büsche hier wegmachen. Kann ich die mit dem Schwert wegmachen? Nee. Wir werden langsam müde. Okay. Also, ich gehe jetzt ins Bett. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen und ja, ich hoffe, wir kriegen noch eine Folge raus. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.